Hallo liebe Fabela IMAC-Zuschauer, Fabian hier. Nachdem ihr in den News bereits einen ersten Blick auf Shadowgun erhalten habt, möchte ich euch heute den Titel etwas genauer vorstellen. Denn Shadowgun ist nach wie vor für günstige 79 Cent als Universal-App für iPhone, iPod Touch und iPad erhältlich. Das Spiel erinnert auf den ersten Blick an die Gears of War-Serie der Xbox 360 und versetzt euch in das Jahr 2350. Ihr übernehmt die Kontrolle über den Söldner John Slade, der Jagd auf einen wahnsinnig gewordenen Wissenschaftler und seine Mutantenarmee macht. Was an dem Spiel von Beginn an gut gefällt, ist die schöne Science-Fiction-Atmosphäre, die vor allem dank der stimmigen Zwischensequenzen und der guten Grafik exzellent rüberkommt. Hinzu kommt, dass John Slade etwas von Vin Diesel hat und seine Computerassistentin Sarah reichlich Zukunftsflair versprüht. Was an Shadowgun sehr gut gefällt und den Titel von anderen iOS-Shootern unterscheidet, ist das sehr gute Deckungssystem. Man kann sich hinter Wänden oder Barrieren verstecken, aus der Deckung heraus schießen oder über sie drüber springen. Das funktioniert dermaßen gut, wie man es in einem iOS-Shooter selten gesehen hat. Die Steuerung an sich ist ziemlich konventionell. Links gehen, rechts gucken. Es gibt einen Button zum Schießen, einen zum Nachladen und das Waffensymbol, um Waffen zu wechseln. Mehr nicht, aber das funktioniert auch alles sehr gut. Ab und zu werdet ihr im Spielverlauf Computerterminals entdecken. Durch einen Tap auf die Hologramme an den Terminals könnt ihr Türen öffnen, Laserbarrieren ausschalten, Aufzüge aktivieren oder Ausrüstung einsammeln. Euer Held kann einige Treffer verkraften, bevor er das Zeitliche segnet. Die Energie regeneriert sich automatisch. Wir haben es zu Beginn des Tests angesprochen, die Technik des Spiels ist richtig gut. Die Unity Graphic Engine kann im Spiel wirklich die Muskeln spielen lassen. Die Grafik ist sehr schön, es gibt feine Texturen und tolle Lichteffekte. Der Sound ist satt und bietet gute englische Sprachausgabe. Kommen wir zu den nicht ganz so schönen Aspekten am Spiel. Das Leveldesign kann leider nicht mit der guten technischen Umsetzung mithalten und ist nicht gerade originell. Ganz häufig müsst ihr nur hinter eine Deckung springen, rausgucken, Feinde abschießen und dann geht's weiter. Das ist echt mal richtig schade, dass das Gameplay so eintönig ist, denn Atmosphäre und Story können echt gut gefallen. Ihr trefft häufig auf dieselben Feinde, dafür bieten die Bosskämpfe aber reichlich Abwechslung. Einen Mehrspielermodus bietet Shadowgun übrigens nicht. Mein Fazit. Shadowgun ist ein herrlich unkomplizierter und unintelligenter Shooter mit schöner Atmosphäre und toller Grafik. Leveldesign und Spieltiefe sind leider etwas eintönig geraten, doch für 79 Cent können Shooter-Fans gerne zugreifen.